Herzlich willkommen bei Reinigen wie ein Profi. Moment, Moment, es kommt was. So, ich habe mir da was Feines aus dem, naja, aus Feines weiß ich noch nicht, aber ich habe mir da was aus dem Lidl gekauft und das hat mich sozusagen getriggert, es zu kaufen. Oder ich formuliere es anders, als ich den Preis gesehen habe für dieses Gerät, habe ich mich dazu genötigt gefühlt, es zu kaufen. Und nein, es ist kein Werbevideo. Und das Gerät hat gekostet, jetzt haltet euch fest, ich zeige es euch mal kurz, 89 Euro. Moment, ich drehe das mal ganz. So, für eine Sprühextraktionsmaschine, warum auch immer das Ding Waschsauger heißt, weiß ich nicht. Aber es ist so gesehen eine Sprühextraktionsmaschine. Und in der Regel kosten Sprühextraktionsmaschinen, gute Sprühextraktionsmaschinen, 300, 400 Euro aufwärts. Aber dieses Gerät kostet 90 Euro. Und wie ihr seht, es ist noch zu. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wir werden das zusammen jetzt auspacken und an meinem Sofa ausprobieren. Und dann sage ich euch, ob sich der Kauf lohnt oder nicht. Schön vorsichtig, ne? Schön vorsichtig. So. So. Ups, hier ist noch was. Okay. 3 Jahre Garantie, naja. Gut, was haben wir hier? Oh, da kommt schon eine bekannte Lidl-Marke zum Vorschein. Erst einmal der Schlauch. Gewöhnlicher Schlauch, dann zum Sprühen. Was ist das? Scheinbar sieht das nach einem Sicherung. Scheinbar sieht das hier nach einem Sicherungsknopf aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es lässt sich sehen. Keine Ahnung. Interessiert auch jetzt nicht wirklich. Also der Schlauch. Nochmal hier. Als nächstes ein Tütchen, was auch immer. Das ist Teppich- und Polsterreiniger von W5. Das können wir gleich mal ausprobieren. Okay, gut. Den Polsterreiniger haben sie mit dazu gepackt. Gut, das sind. Ups, das fängt ja schon mal gut an. Das ist das Rohr. Interessant, interessant. Normalerweise kenne ich das, dass das ein Schlauch ist, ein loser Schlauch, aber das ist scheinbar zum Zusammenführen und dann. Ja. Willst du mal rein? Ah, jetzt. Die Frage ist, ob das Ganze dicht sein. Okay, eine Dichtung ist da. Das wird dicht sein. Okay. Fest ist es. Die Länge ist auch okay. Gut. Jetzt kommt das eigentliche Gerät. Der Gerät. Wie kriege ich den hier vorsichtig raus? Dann ist mal das weg. Und wie machen das die ganz coolen Unboxer? Die werfen das so durch die Gegend, so ganz cool. Hey, sowas mache ich nicht. Im Endeffekt muss ich dann selber rumlaufen, es wieder aufheben. So, das kommt raus. Das kommt raus. Und jetzt kommt das eigentliche Gerät. Was haben wir denn hier? Naja, die Marke kennt ihr ja schon, das ist die bekannte Lidl-Marke. Das schätzungsweise ist der Frischwassertank. Okay. Okay, der hackt hier so ein. Das ist eine Gummidichtung. Wie saugt denn das Wasser rein? Das ist interessant.
Das ist interessant. 4 Liter passen rein. Finger reinstoppen in das Loch hier, das hier. Ja. Ich verstehe nicht ganz die Mechanik, die dahinter ist, aber scheinbar schafft das Gerät von oben irgendwie das Wasser einzusaugen. Kann man das hier komplett mal abmachen? Moment, wahrscheinlich. Ah ja, okay. Gut, ich sehe es. Da hinten, da unten ist ein kleiner Schlauch, der bis nach ganz unten führt. Anders hätte ich mir gar nicht vorstellen können, wie er das quasi von oben nur aufsaugen kann, das Frischwasser. Aber dann ist ja alles gut. Ist halt Plastik, ne? Aber was erwartet man für 90 Euro? So, okay. Frischwassertank, den legen wir mal weg. Das Gerät an sich, Edelstahl, wo sind denn, oh, wahrscheinlich da drin, ne? Die Handdüsen und so weiter. Ja. Okay. Den Schwimmer haben wir auch, oder den Schweber, den Schwimmer, der fährt so quasi hoch. Wenn der Bottich halt voll ist, drückt er das nach oben und durch eine andere Geräuschkulisse, die dann da steht, hört man halt, wann der Nasssauger, naja, die Sprühextraktionsmaschine eben voll ist. Gut. Aber hier ist kein Sieb drumherum, das ist schlecht, weil, oder Moment, bevor ich hier was Falsches erzähle, was ist das denn hier? Ah, oh, okay, gut. Ist es überhaupt dafür gedacht? Aber ich denke mal, eher so wie das aussieht, ist das eher für den, naja, für den Staubsauger, wenn man das auf den Staubsauger umbaut. Das ist, glaube ich, nicht dazu gedacht. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Also zurück zum Thema. Normalerweise hier ist ein sehr feines Sieb drumherum, damit er auch keinen Dreck in den Motor zieht. So, was haben wir denn hier noch? Ach, das Ding ist auf. Ach, tatsächlich. Das Ding ist auf Rollen, habe ich ja gar nicht bemerkt, dass es keine hat. Okay. Die kann man dann festschrauben. Mache ich irgendwann mal. Die rasten auch gut ein. Was mir jetzt schon aufgefallen ist, was ich schade finde, aber das ist nicht wirklich schlimm. Man kann es ja, denke ich mal, nachkaufen. Die Nasssaugerdüse. Eine Staubsaugerdüse hat man hier. Obwohl, nee, wartet mal. Das ist eine Gummilippe. Ich denke mal, naja, was soll ich dazu sagen? So ein Mix aus Staubsauger quasi und Nasssaugerdüse halte ich jetzt nicht viel von. Sollte schon separat sein. Nasssaugerdüse hat auf beiden Seiten Gummilippen und eine Staubsaugerdüse halt auf beiden Seiten diese Borsten hier. Aber ja, okay, gut. Das ist sehr wichtig, um in Autos sauber zu machen. Aber als Staubsauger denke ich mal, naja, kann man verwenden, bin ich mir noch nicht sicher. Hier, Handdüsen. Die Frage ist natürlich, mit welchem Druck das Ganze gesprüht wird. Das finde ich aber nicht toll. Das finde ich überhaupt nicht toll. Ich meine, und Kamera, okay. Seht ihr das? Naja, es kommt natürlich auf den Winkel an. Naja, sehen wir gleich beim Test. Normalerweise müsste das komplett hier auf sein. Aber ja, muss mal ausprobieren, wie der saugt. Wie der das Nasse aufsaugt. Edelstahltank. Oder ich denke mal eher rostfreies Stahl. Sollte schon sein. Oh, der glänzt aber schön. Und hier haben wir noch einen sehr großen
Staubsaugerbeutel. Okay. Bedienungsanleitung, was hat man hier? Ich meine, Bedienungsanleitung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber mich interessiert nur eine Sache. Mich interessiert nur eine Sache. Na, wo haben wir es denn? Ich denke mal nicht, dass es hier... ach da, Nummer 11 ist das. Reinigung, Wartung. Wo ist denn das jetzt? Ach hier. Schaumstofffilter. Schaumstofffilter, ja. Aber das sagt mir jetzt nichts. Das sagt mir jetzt nichts. Das sollte ein Sieb sein. Aber sicherheitshalber würde ich sagen, trotzdem drüber ziehen, den Schaumstofffilter. Also man, da kann jetzt, den kann man ja auch auswaschen, so ist es nett. Und dann kann man natürlich auch nass saugen. Ich ziehe das mal kurz drüber. Das Gerät hat eine Leistungsaufnahme, so wie es auf dem Karton steht, von 1600 Watt. Das hat jetzt nicht viel zu sagen. Der kann auch, ihr kennt ja diese, diese Staubsauger, diese Billigstaubsauger, wo dann draufsteht 2500 Watt Turbo XY Hardcore und sowas. Und im Endeffekt saugen die kaum. Deswegen hat das jetzt nicht wirklich was zu bedeuten. Ich habe einen Staubsauger mit einem Bypassmotor von Ecolab. Eigentlich noch so den Flomatic, relativ alt schon. Aber für mich immer noch einer der besten Staubsauger, die ich je hatte und immer noch habe. Gut, das Ganze bauen wir jetzt mal auf. Moment. Irgendwas ist hier komisch. Okay, bauen wir das Ganze mal auf. Irgendwas ist ja komisch. Da komme ich gleich dazu. Okay, das ist schon mal dicht. Das ist dann draufdrücken und reindrücken. So, das haben wir. Okay, so die Handdüse. Die Handdüse geht dann hier komplett drauf. So, von der Haptik her. Also ich würde sagen, für verwinkelte Sachen wie ein Autositz zu sprühextrahieren, sollte der Griff schon viel kleiner sein, dass man quasi hier schon anfassen kann und dass hier der Schlauch anfängt. Und das ist schon relativ groß. Naja gut, muss man sich halt ein bisschen verrenken. So, dann haben wir das. Hier haben wir eine... interessant, das finde ich schon interessant. Eine Teppichaufsatz mit vorne Gummilippe. Und hinten Borsten. Naja. Also ich verstehe die Idee dahinter. Ich verstehe sie, aber ob sie wirklich so funktioniert. Ich meine, es gibt ja auch Teppiche, da sollte man jetzt nicht unbedingt mit harten Borsten, generell mit Borsten dran gehen. Da kann man nur Sprüh extrahieren, weil das Problem ist, dass die Borsten Fäden aus dem Teppich ziehen könnten. Naja, gut. Okay, das haben wir. Aufsatz, Teppichaufsatz, dann Staubsaugeraufsatz, kleine Düse, dann noch eine kleine Düse. Okay. Was mir aber auffällt, es gibt keinen separaten Knopf, um die Besprühung zu aktivieren. Oder ist das der hier? Ich glaube doch, dass das der ist, aber... Normalerweise kenne ich das so, dass quasi hier so eingezeichnet oder eingraviert ist, dass das zum Beispiel für Saugen ist und das eben fürs Sprühen. Aber na gut, man muss sparen halt, wo man kann, ne? Wenn man so ein Gerät dann für 90 € anbietet. Der Tank fasst 20 Liter.
Und der Frischwassertank, der hier, in den passen 4 Liter. Das heißt wiederum, für mich, wenn ich jetzt sehr viel Reinigungsmittel verwende und keinen Schäumer zur Hand habe und das Ganze relativ viel schäumt, kann ich immer noch auf der sicheren Seite sein, dass eben der Frischwassertank trotzdem komplett leer gesaugt wird, bevor der Schaum hier aus dem Nasssauger, aus der Sprühextraktionsmaschine austritt. Gut, dann, das ist relativ praktisch, das kann man einfach so draufsetzen, aber ich denke mal, das Gummi sollte man schon, also jetzt nicht jedes Mal nach der Benutzung, aber man sollte vielleicht einmal im Monat oder einmal in 2 Monaten oder auch jeden dritten Monat das Gummi schön pflegen, dass es halt nicht porös ist, sonst hat man halt das Problem, dass es irgendwann mal porös wird und kaputt geht. Da sollte man schon drauf achten. So, den Frischwassertank mal aufsetzen, obwohl ich mache erstmal Wasser rein. Hier kann man Wasser einfüllen, man macht das Ding so auf und dann füllt man hier Wasser ein. Das mache ich mal kurz. So, Wasser ist drin. Ich habe nur, aber das ist auch schön. Hier gibt es eine kleine Skala. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Ah, doch, jetzt hier. Und da ist es halt angegeben, wie viel Liter man da drin hat. Ich habe jetzt nicht sehr viel reingemacht. Oder ich habe nicht viel reingemacht. Vielleicht 1 Liter. Zum Testen reicht das vollkommen aus. Hier ist ein klein bisschen Fummelarbeit. Schade, dass man kein Knacken hört oder Einrasten hört. Aber okay, scheint drin zu sein. Jetzt an den Strom damit. Dann bin ich mal gespannt auf die Sprüh- und Saugleistung. Kabel ist auch relativ lang. Also auf dem Karton stehen 7,5 Meter. Als erstes, wie laut ist das Ding? Das ist bestimmt zum Saugen. Also, Momentchen. Also das nenne ich mal, er ist laut, aber die Saugleistung an der Handdüse, die ist schon enorm. Die ist schon echt enorm. So, okay, das ist der Sprühknopf tatsächlich. So, gut, okay, testen wir das auf meinem Sofa, Moment. Und zufälligerweise ist da ein Fleck. So, das Reinigungsmittel. Moment, was steht denn hier? Die Dosierung. Die Dosierung. Ja. Moment. Ah ja, je nach Verschmutzung 100 bis 200 Milliliter in den Frisch. Nein, das sollte man nicht machen. In den Frischwassertank geben und mit Wasser auffüllen. Das heißt, wenn ich jetzt in die Sprühextraktionsmaschine die Chemie reingebe und anfange, das Polster zu bearbeiten, heißt das, ich habe immer einen Chemiefluss und ich kriege niemals die Chemie komplett rausgesaugt. Deswegen sollte man separat die Chemie auftragen und nur mit Frischwasser rausspülen. Anders ist es totale Mumpitz. So, also 100 bis 200 Milliliter. Ja, aber auf wie viel steht hier leider nicht. Moment, ich zeig's euch. Je nach Verschmutzung 100 bis 200 Milliliter in den Frischwassertank geben und mit Wasser auffüllen. Ja, mehr steht da nicht. Pi mal Daumen oder was? Ah ja, gut. Ah ja, gut. Das ist, ja, okay. Wie viel ist denn hier überhaupt drin? 100 Milliliter. Gut, hauen wir alles rein. Hauen wir alles rein. So, ah ja, gut. Gucken wir mal. Reicht. Kurz wirken lassen. Mit der Bürste bearbeiten. Ich mache das jetzt kurz auf die Schnelle. Wie das Ganze funktioniert, wisst ihr ja, es gibt ja ein spezielles Video,
wo ich quasi zeige, wie man die Polster reinigt. Das ist jetzt nur auf die Schnelle. Gut, und jetzt, achso, noch ein kleiner Test. Mit wie viel Druck sprüht die Maschine eigentlich? Moment. Da kommt was. Ui, da kommt ja ordentlich was raus. Da kommt ja ordentlich was raus. Meiner Meinung nach sogar viel zu viel. Viel zu viel. Na gut. Wow. Also die Saugleistung von dem Gerät ist enorm, das kann ich euch sagen. Für eine Handdüse, die so mit solcher Gewalt saugt, dann kann ich euch sagen, dann könnt ihr auch garantiert aus den tieferen Schichten auch die Reinigungslösung raussaugen. Müsst ihr natürlich ein bisschen mehr drauf drücken, aber damit kommt ihr sehr tief. Und das Sofa ist auch schon fast, ja, ich sage mal so, ganz leicht feucht. Das trocknet innerhalb von einem halben Tag. Und dann hat sich's. Wie ihr sehen könnt, der Fleck ist auch weg. Dann gucken wir mal rein, wie es innen aussieht. Also der hat relativ schnell den halben Liter leer gesprüht. Das war garantiert ein halber Liter. Aber das ist okay, weil eben die Saugleistung auch da ist, die das alles raussaugt. Gucken wir mal hier rein. Ui. Also, ui. Ja. Steinigt mich nicht. Ich weiß nicht, warum das Sofa so dreckig ist. Aber das könnte glatt als Kakao durchgehen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, empfehle ich das Produkt? Und ich sag's euch. Kauft es. Kauft es, solange es noch verfügbar ist. Also nochmals, ich kann euch das Gerät für 90 Euro definitiv ans Herz legen. Ich hoffe, ich konnte euch... Achso, Moment. Ja, das mit dem Unboxing, das muss ich ja noch proben. Ne? Also, wie das Gerät heißt, hier PWS20B2 Hightech Evolution, sowieso bla bla bla. 20 Liter Fassungsvermögen, 7,5 Meter ist das Netzkabel lang, 1600 Watt Leistungsaufnahme. Was das heißt, weiß ich nicht. 250 R-Watt, sowas habe ich noch nie gehört. R-Watt, was auch immer. Ne? Das Reinigungsmittel, da werde ich noch wahrscheinlich, ich werde mir das nochmal extra kaufen, in einer riesen Flasche. Das werde ich nochmal extra antesten. Also wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt ein bisschen gesprüht und das hat seinen Dienst gemacht. Deswegen werde ich das noch ganz genau testen. Gefallen hat es mir auch. Übrigens für die, die sich fragen, warum man sprüht, während man saugt, ist das nochmal hier ganz genau aufgeführt. Der Schmutz, der angelöste, der wird sozusagen angelöst, rausgelöst und dann fährt man mit der Handdüse drüber und saugt das Ganze auf. Deswegen sprüht man. Deswegen sollte man auch mal Wasser sprühen, weil die Chemie, die bleibt dann. So, 20 Liter habe ich schon erwähnt, dass der Tank fast rostfrei. Ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Gut, ich mache das jetzt leer, mache es sauber. Ich kann euch das Gerät nur empfehlen. Falls es im Lidl nicht mehr zu kriegen ist, bestellt es. Beim Lidl Online Shop, denke ich mal, ist es noch verfügbar. Und dann bekommt ihr auch das Gerät.
So, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Normalerweise mache ich so Testvideos nicht. Ja, aber bei diesem Gerät, das musste einfach sein. Und dann sage ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal, bleibt sauber, ciao.